Hallo Welt, da draußen hier ist der einsame Wanderer mit einer kleinen Wahlbeobachtung. Die Europawahl hat erste Zahlen. Ich glaube Briefwahl und so weiter, da kommt zwar noch, aber wir haben schon deutliche Ergebnisse. Und zwar, die Grünen haben eine ordentliche Klatsche bekommen, sind auf 12% runter, haben glaube ich, ich hatte vorhin gelesen, 8% verloren oder so, das ist eine Menge. Das heißt, die Deutschen haben die Erkenntnis, dass es mit Grünen nicht so richtig gut geht. Immerhin, sie merken noch irgendwas. Das ist ja positiv. Wir haben also aber immer noch 12% Verstrahlte, die Multikulti, Messermänner etc. irgendwie ganz cool finden. Und die bei Demos gegen rechts in Hamburg sind. Okay, 12% Kernverblödete, kann man nichts machen. Ich weiß, ich bin nicht nett heute, aber okay. Die AfD hat ganz gut gewonnen, ist bei 16,4% laut Fokus. 16,4% ja, trotz der ganzen Schmutzkampagne sind sie noch hochgegangen. Das ist auf der einen Seite ein Achtungserfolg. Auf der anderen Seite sind die Kernverblödeten fast genauso viel wie die Aufgewachten. Und da muss man auch dazu sagen, dass es ja nicht nur die Grünen sind, die noch da sind. Wir haben die SPD und die CDU noch gar nicht gesprochen. Die CDU lag, ich glaube, bei 23,5 laut Fokus und 6,1 die CSU. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie technisch addieren müsste oder so. Ich hatte am Anfang noch andere Werte gelesen. Verwirrte mich jetzt ein bisschen. Aber nehmen wir mal einfach 23,5, ja, für die CDU. Ich meine, ich hatte vorhin gelesen, sie hätten ungefähr einen Prozentpunkt gewonnen, nicht viel. Und in der ersten Analyse, die ich gelesen hatte, war es so, die SPD hatte ungefähr einen Prozentpunkt, glaube ich, verloren, waren runter auf 14% jetzt aktuell. Die Linke ist in die Bedeutungslosigkeit gehuscht. Die FDP ist bei 5, hat auch verloren, aber ist noch bei 5. Viel zu viel für die wankelmütigen Antiliberalen, aber gut. Und dann haben wir noch BSW mit 5, irgendwas. BSW ist also tatsächlich, sie wurden hochgeschrieben und sie haben es tatsächlich wohl auch geschafft. Was auch wieder zeigt, dass die Leute eine andere Politik wollen, keinen Bock mehr drauf haben. Okay, nehmen wir das erstmal so hin, ja? Was sagt uns das? Ja, wir sehen, SPD hat abgebaut, Grüne haben abgebaut, die merken also mit der Ampel, das passt nicht so und die FDP hat auch abgebaut. Das ist schon mal schön, dass die Leute das irgendwie so ein bisschen gemerkt haben. Jetzt wählen die natürlich nochmal CDU. Zwar nur 1% mehr, aber ein Teil der Leute sind rübergegangen zur CDU. Ein großer Teil ist zur AfD gegangen, gar keine Frage. Aber wir vereinen hier also immer noch 23,5 laut Fokus bei der CDU, 14 bei der SPD, 12 bei den Grünen. Von Eventualitäten bei der BSW will ich gar nicht reden. Ach ja, und die Liberalen sind auch noch da. Das heißt auf Deutsch aber, bei allen Achtungserfolgen, der deutsche Michel ist immer noch ganz zufrieden und ein großer Teil des deutschen Michels glaubt, dass die CDU eine Opposition wäre, die ihn rettet. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also, du merkst nicht, dass da groß was passiert. Wahlenmäßig ist da irgendwie nichts zu erwarten. Das ist genau wie das, was ich gesagt habe. Also, der Großteil der Leute ist scheinbar immer noch im Voll- und im Tiefschlaf. Also, die meisten Leute haben also offensichtlich noch nicht gecheckt, dass die CDU 2015 eingebrockt hat. Beziehungsweise, vielleicht ist es ihnen auch egal. Das ist natürlich meine Analyse aus meiner Perspektive. Weil ich das wichtig finde. Es kann ja auch sein, es ist ja auch rational, dass die Leute sagen, weißt du, ist mir egal, wenn Polizisten gemessert werden oder irgendwie Islamkritiker. Und wenn wir immer mehr frei reden dürfen. Man gibt ja Umfragen dazu, dass die Leute unzufrieden sind und sagen, sie können nicht mehr die Meinung frei äußern. So, da gibt es ja Umfragen zu. Okay, aber wenn ich dann natürlich nicht anders wähle, wird es wohl auch nicht besser werden. Von daher, ich muss es wieder sagen, der deutsche Wähler ist überwiegend komplett stumpf, hat es noch nicht gerafft und oder ist voll zufrieden mit dem, wie es läuft. Das heißt, Allahu Akbar und weiter, passt, Schwimmbäder, passt, Messermorde, passt, Gruppenvergewaltigung, passt alles. Denn die Mehrheit trägt diesen Kurs immer noch mit. Rechnen wir mal grob durch, ja, nochmal. 5 FDP, 12 Grüne, 14 SPD, 23,5 CDU. Rechnet es mal zusammen ruhig, ja. Das sind immer noch weit, weit, weit mehr als 16,4 AfD. Und wenn du
mit ganz viel gutem Willen noch BSW mit 5, irgendwas dazu zählst, ja? Also die Leute, die diesen Kurs weitertragen, sind in der Mehrheit. Und ich habe euch das vorher gesagt, dass genau das passieren wird. Habe ich euch vorher gesagt, ne? Dass ich wenig Glauben habe. Und das bestätigt mich. Der deutsche Wähler, der noch hingeht, hat eine sehr flache Lernkurve. Um es mal nett auszudrücken. Von daher, diese Wahlergebnisse bei allen Erkenntnisgewinnen und bei immerhin einem Potenzial von über 10%, das sich anderen Parteien, also BSW und AfD, zugewendet hat, ist das immer noch ein Armutszeugnis. Und damit wird der Kurs bestätigt und die Leute finden es überwiegend gut, also geht's weiter so im bunten Germanistan. Das kann ich als Demokrat leider nur anerkennen. Da denke ich zwar, ihr habt doch alle einen an der Waffel, aber das denken die von mir natürlich auch. Die denken ja auch, ich bin die rechtsradikale Verschwörungstheoretiker-Sau, ja, und auch noch ein Corona-Schwurbler. Also ich meine, ne, und mit Argumenten ist den Leuten ja eh nicht beizukommen, haben wir drüber geredet. Also, ja, alles bleibt anders, ne, sozusagen, um es mit Herrn Gründemeier zu sagen. Was soll ich sagen dazu? Aber wie gesagt, ich habe ja nichts anderes erwartet. Ja, das war eine schonungslose, harte Wahlanalyse. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Wie gesagt, kleine Erkenntnisgewinne des Wählers sind zwar da, aber der Masse gefällt es scheinbar noch. Und die finden das wohl noch ganz gut oder sie kriegt es nicht mit, ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ja, wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Und ja, in einer Woche bin ich wieder in Deutschland. Und dann werde ich auch endlich, so Gott will, hart in die Tasche greifen, mir ein neues Handy holen und wieder richtig geile Bilder machen und hoffentlich noch den Gimbal repariert kriegen. Und da freue ich mich schon richtig drauf, aber trotzdem freue ich mich, ich zeige mein Gesicht im Augenblick nicht, weil ich es einfach so schön finde, diese Landschaft zu filmen. Ich fühle mich so wohl, wenn ich diese Landschaft sehe und deshalb mache ich das. Bin gespannt, was ihr schreibt. Haut's mir in die Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder.